Guten Morgen, ihr Lieben. Mein Video ist bei YouTube leider nicht aufgetaucht. Ich kann das andere auch nicht nochmal hochladen. Er zeigt mir immer wieder an, das Video existiert bereits. Wenn es noch kommen sollte, dann haben wir es halt zweimal. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze jetzt mal die Gunst der Stunde. Ich bin jetzt so ein bisschen ungestört, mehr oder weniger. Und wir machen die Karte einfach nochmal. Und zwar geht es ja hier um diese Klappkarte. Ich habe mir meine Maße dann auch abgeschrieben. Die kann ich euch natürlich auch danach in die Infobox noch drunter setzen. Was brauchen wir für die Karte? Das ist im Prinzip ziemlich simpel. Für den Grund, die Grundkarte brauchen wir Cardstock. Ich stelle euch nochmal jetzt hier hin. Für die Grundkarte brauchen wir einfach nur ganz normalen Cardstock. Ich habe mich bei denen für den hier entschieden, aus dem Action. Das ist dieser Luxury Cardstock. Und hier haben wir einmal so einen gelblichen Ton und einmal weiß drin. Ich finde weiß immer ganz praktisch, weil das kann man dann auch noch individuell selbst dann den Hintergrund gestalten. Wenn ihr das nicht zur Hand habt, aber das für Hobbykarton, könnt ihr das auch nehmen. Die habe ich ebenfalls aus dem Action. Die habe ich auch noch irgendwo mal in diesem Grellbund, aber weiß ich jetzt nicht wo, ist ja auch egal. Also einmal habe ich die hier im Pastell und die gibt es auch in etwas größer, diesen Hobbykarton. Einmal auch in Pastellfarben und einmal in etwas dunkleren Farben. Also kräftigeren Farben. Und da entscheiden wir uns dann gleich ganz spontan dafür. Ich habe mir die Maße rausgeschrieben, wie ich glaube ich gerade schon mal erwähnt habe. Dann Stempelabdrücke oder Dekomaterial. Ich habe ja hier auch einen Stempelabdruck. Und ja, ein bisschen Deko, das könnt ihr euch ganz spontan, wenn ihr habt, dann noch so ein bisschen buntes Bastelpapier aus diesen Blöcken. Ich habe das hier einfach nur, weil das ja wirklich der Prototyp war, aus meinem Lieblings Bastelkatalog, also von diesen, ja, von Weihnachten, von diesem Katalog, wieso sage ich denn immer Katalog? Block aus dem Action. Ich glaube, der ist von letztes oder vorletztes Jahr. Und da hatte ich noch so ein Stückchen von dem Blatt übrig. Und dann habe ich das genutzt. Ich habe mir jetzt hier ein paar Stempelabdrücke rausgesucht. Da gucke ich gleich ganz individuell, weil ich bin da nicht so der Planer. Wir brauchen ein Falzbrett, Falzbein, wie auch immer. Ich habe jetzt hier mehrere. Ich habe ein großes Falzbrett. Das habe ich von meiner lieben Anne-Marie bekommen. Das ist wirklich richtig schön groß. Ich habe aber auch, wenn ich jetzt nur Karten mache, so ein ganz kleines Falzbrett. Das habe ich mir extra geholt für Karten, damit ich nicht immer jedes Mal das Große rausholen muss. Weil das Große ist einfach optimal. Das habe ich hier, ich habe jetzt hier, da, noch so einen anderen Tisch. Und da habe ich das Große mit liegen. Wenn ich Alben bastle, ist das Große ideal. Für kleine Karten habe ich mir dann so ein kleines besorgt. Und das suche ich auch ständig, weil es eben so klein ist. Das reicht aber vollkommen hin. Ich habe mit Versandkosten, glaube ich, 11 Euro und oder 12 Euro und bezahlt. Ist auch ein kleines Falzbein dabei. Das brauchen wir jetzt auch. Ja, Klebestick, wie auch immer, Kleber. Schere braucht man nicht unbedingt. Ist ja, der wollte das unbedingt ausschneiden oder so, wie auch immer. Ich wollte mal einfach sagen, wir brauchen die üblichen Verdächtigen, ne? Wenn ihr mit Karten bastelt. Dekomaterial könnt ihr euch dann je nach Geschmack rausholen. Wir fangen aber mal an, einfach jetzt mit der Grundkarte. Ich tue das jetzt mal zur Seite hier. Und ich hoffe, ich bekomme es mit euch so einigermaßen hinten. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass meine Kamera irgendwie, ich weiß nicht, so nah immer dran ist. Und dass ihr das nicht richtig seht. Oder ist das auch nur so kurz? Ich weiß es nicht. So, ich stelle euch jetzt diesmal auf diese Seite. Könnt ihr ja ganz gut sehen, ne? Ja. Guck nochmal, so, jetzt haben wir es komplett klein. So, und dann gucke ich jetzt mal, dann werde ich mich auch spontan entscheiden, dass, wie ich die Grundkarte mache. Also ich habe mir schon ein Hintergrundpapier ausgesucht, weil es wird jetzt keine direkte Weihnachtskarte, sondern es wird doch schon eher eine Winterkarte. Jetzt fällt die Hälfte hier wieder hinterher. Wie immer, wenn ich... ja, ich habe einen Moment gedauert. Mal die Hälfte hier hinterher, das ist aber nicht schlimm. Und da habe ich hier noch so ein paar Papierreste, die einfach ganz wunderbar dann auch dazu passen zu Winter. Da muss es nicht unbedingt mit Schnee und Co. sein. Die werde ich mir dann gleich noch raussuchen. Es sind einfach ein paar richtig, richtig tolle dabei. Ich denke mal, ich werde... Ja, ich denke mal, ich werde mich für die hier entscheiden. Das passt ja auch zum Winter, finde ich. Hier hat man natürlich auch noch so ein bisschen hellblau mit dabei. Nee, ich werde mich dafür entscheiden. Oder ich mache es gleich wieder spontan ganz anders. So, und
Dann gucken wir mal, ob wir mit den Kartons hinkommen. Denn ich nehme ich dann, oder ist ja besser gesagt, jetzt der Hobbykarton. Wie man mit der Größe hinkommen. Was könnte man denn da für einen Hintergrund nehmen? Wäre blau bestimmt ganz cool. Wie das aussehen würde. Es ist natürlich nicht ganz so dick wie der Cardstock. Das würde so an sich gar nicht mal so schlecht ausschauen. Das sogar noch besser. So, ich tue mir mal die beiden jetzt raus. Gucken wir mal, vielleicht könnte ich mich ja dann doch noch hinreißen lassen zu den anderen. Und das nicht nur lila ist. Entscheide ich mich gleich spontan, welchen Hintergrund. Aber bleiben wir mal bei Blau. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob das dann auch hinhaut. Ich habe mir hier mal die Maße aufgeschrieben. So, die Grundkarte muss 23 cm lang sein. Dann gucken wir mal, das müsste eigentlich hinhauen. Ja, mein Cardstock hier ist 27 oder meine Card. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch lieber den Cardstock nehmen sollte. Das ist doch ein bisschen dicker wie jetzt dieser Karton. Ich glaube, ich entscheide mich doch lieber für den Cardstock. Weil wenn man das falzt, das muss ja auch so ein bisschen was aushalten hier, das da. Sonst reißt euch das ja noch ein. Das ist blöd. Also, Cardstock. Cardstock. Der kommt schon raus hier. Nehmen wir das ganz weise. Weil das ist nämlich wirklich schön derb. Viel dicker wie der Hobbykarton. Wenn das jetzt eine normale Karte wäre, hätte ich nicht gedacht, ja. Aber weil das ja noch so ein bisschen hin und her kuddelmuddeln muss. So, dann mache ich mir jetzt hier 23 cm. Kann ich im Prinzip auch auf meinem Brett messen. So, 23 cm lang. Ich habe dann dieses Tonic-Falz- und Schneidebrett. Ich sehe das nicht richtig, ne? Das ist so, jetzt. Ich muss mir unbedingt mal so ein Dings holen, wo man das so hinter mich stellen kann. Wisst ihr, was ich meine? So, 23 cm lang und 10,5 cm breit. So, da haben wir hier dann schon das erste Stückchen. Und für das zweite Teil, also wir haben jetzt. Verdammt, das tut mir unheimlich leid. Ach Mann. Und für das, also wir haben jetzt im Prinzip dieses Teil hier gemacht. Den Grund hier. Und jetzt machen wir noch dieses Teilchen hier. Ich muss mal gucken, dass ich das stabiler hinbekomme. Der steht nämlich da wie Oscar Zeten. So, für das Teil hier brauchen wir ebenfalls 23 cm, da könnten wir ja das gleich nehmen. Das sind ja die 23 cm. Und das muss 8 cm breit sein. Schneiden wir das hier bei 8. So, jetzt haben wir diese beiden Teile. So, ich bin noch nicht so der Mega-Falz-Fan, beziehungsweise Mega-Schneide-Fan, was das hier angeht. Da muss ich mich noch richtig einbetüdeln. Deswegen messe ich meins jetzt nochmal nach, was die Breite und die Länge angeht. Wundert euch dann nicht. 8 haben wir richtig. 10,5 haben wir auch richtig. 23 lang. Gut. Ich messe immer noch mal nach, weil ich habe mich hier noch echt ein bisschen blöd. Ganz im Ernst. So, bei unserer großen Grundkarte setzen wir eine Falz an, und zwar bei 8 cm. Jetzt muss ich auch mal mein Falzding suchen hier. Das mache ich nämlich immer ab. Und vergesse dann immer, wo ich den tue.
mach mal ganz kurz auf Pause, ihr Lieben. So, ich finde es natürlich jetzt auf die Schnelle leider nicht. Das ist aber nicht schlimm. Noch andere Falzmöglichkeiten. Ich habe ein normales Falzbein hier noch. Oder dann dieses Tool. Damit kann man das auch machen. Macht ihr euch dann eure Falz. Ich muss das hier immer rausmachen, wenn ich schneide, und tue das dann irgendwo hin und vergesse immer wo. Gleich, wenn ich das dann wieder alles aufräume, finde ich es und dann denke ich, es liegt ja direkt vor dir. So, drückt, wenn ihr dieses Tool nehmt, nicht ganz so doll auf, einfach nur ein bisschen drüber fahren lassen, weil sonst reißt euch das Papier. So, jetzt haben wir hier unsere schicke Falz gemacht. So, die knicken wir jetzt auch hübsch. Dann haben wir praktisch schon mal dieses Ding. Bei dem kleineren Teil machen wir die Falz genau in der Mitte. Und zwar bei 11,5. Doch 11,5? Ja, genau 11,5. So, dann machen wir hier das Falz rein. Kann im Prinzip das Brett auch schon wieder weg. So, ist das hier trotzdem ein bisschen schräg? Ja, ja, das Glück habe ich jedes Mal. Aber ich habe das jetzt schon bei vielen YouTubern gesehen, denen geht es genauso. Gott sei Dank. Bin ich nicht die einzige Möhre. Hier könnte man auch noch mal was nachmachen. So, damit es wenigstens richtig gerade ist. So. So haben wir praktisch schon die Grundkarte fertig. Ich nehme euch jetzt mal wieder mit hier hin. Den Grund, ja, nennen wir es mal Mechanismus, wie auch immer. Und zwar so und so. Ihr seht, das ist eigentlich mega easy. So. Und jetzt geht's los hier. Jetzt machen wir erstmal. Ach, eigentlich brauchen wir das Schneidebrett noch. Ich bin auch gerade bekloppt. So, jetzt machen wir uns dieses hier fertig. Und bei denen nehme ich immer von den Maßen, die ich hier habe, immer einen halben Zentimeter weg. Und beklebe das dann mit meinem jeweiligen Papier. Das ist jetzt wieder mal super groß. Das heißt, ich muss es jetzt erstmal wieder in der Mitte durchschneiden. Mache ich euch mal ganz kurz aus, sonst habe ich mir gar keinen Platz. Moment. So, jetzt habe ich mir hier das ein bisschen kleiner gemacht. So, machen wir zuallererst für das Teil, weil das kommt ja dann so drauf. So, je nachdem, wie ihr das möchtet. So. Und da möchte ich ja hier rundherum etwas draufkleben. Und hier hatten wir ja die Maße von, ja, das ist jetzt, die Falz liegt bei 11,5. Also machen wir das Teil hier 11 cm und 7,5 cm. Hier gucke ich mir, dass dann mal das Blaue so ein bisschen rauskommt. So. 7,5. Und 11, genau. Weil dann passt das nämlich hier ganz ideal drauf. Seht ihr das? So, wunderbar. Das, ich habe das bei der Karte, ich gucke jetzt auch selbst natürlich nochmal, habe ich auch innen noch. Hier. Also können wir uns dann eine zweite davon noch machen. So, machen wir auch wieder bei. Ich glaube, innen kann man es auch mal so ein bisschen farbig machen, ne? Das ist ja dann gar nicht so schwer, so schlimm meine ich jetzt. Und 7,5. So, dann habe ich das nämlich dann auch innen. Kann ich mich dann gleich ganz spontan entscheiden. So, da haben wir für dieses Teil schon mal fertig. Und jetzt geht es an das hier.
Da habe ich ja hier dieses Teil. Da brauche ich auch außen und innen einen Hintergrund. Ach, so rum. Außen und innen einen Hintergrund. Und da war 8 cm und 10,5. Also machen wir hier auch 7,5. Könnte ich im Prinzip sogar das hier nehmen. Guck mal. Das passt von der Breite her. Und 10,5, also 10 cm. So. Ja, das ist perfekt. Und immer so einen ganz kleinen Rand. Ich gehe mal viel zu weit hoch. So, und dasselbe machen wir jetzt für das Innenteil auch nochmal. In derselben Größe. Das 7,5. So, haben wir die auch praktisch für innen und für außen. Ja. Und wir brauchen natürlich dann für dieses Teil. Und da haben wir, man muss jetzt noch mal ganz kurz nachmessen, innen 15 cm, also mache ich 14,5. Dann brauche ich jetzt wieder ein neues. Aber das ist nee, Quatsch, ich bin irgendwas bekannt. Ich habe doch hier in der Seite noch. So, 14,5 lang. Nee, ich will das so rum haben. 10,5. Und 10 cm breit. Und dann passt das auch ganz hervorragend hier rein. So, jetzt kann das Falzbrett aber wirklich weg und das Schneidebrett beziehungsweise. So, jetzt tun wir die auch, damit wir ein bisschen Platz haben. Ich tue euch die Maße von der Karte aber auch noch rein. So, jetzt können wir uns überlegen, lassen wir es so. Machen wir einen Rand. Ich persönlich mag das ja mit diesem Rand so unheimlich gern und ich werde das auch mit einem Rand machen. Dann nehmt ihr euch einfach so einen, wie nennt man die, so ein Edding. Und schön vorsichtig natürlich, ne? Mal gucken, dass ihr das auch seht. Schön vorsichtig. Sonst wird das nämlich katastrophal. Sieht am Ende zum Schießen aus. Aber ich mag das mit diesem schwarzen Rand sehr, sehr gern. Schön vorsichtig hier lang fahren. Ich lasse jetzt auch die Ecken einfach richtig eckig und nicht rund. So, wenn ihr das so haben möchtet, macht ihr das dann an jedem von diesen farbigen Teil. Einfach so umranden. Ich mache das jetzt mal und mache euch aber so lange auf Pause. So, ich habe mir die jetzt alle umrandet. Das könnt ihr auch mit einem schönen. Ich habe jetzt hier auch noch Gold. Und Silber. Mein Silber funktioniert aber leider nicht mehr richtig. Ich muss mal die unbedingt nochmal nachholen. Also das, je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Es gibt die Eddings mittlerweile in sämtlichen Farben. Aber ich habe mich jetzt hier doch für das Schwarz entschieden. Und dann nehme ich mir mein großes, also das ist jetzt diese Grundkarte hier und setze mir hier das in die Mitte rein. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, nehmt der Kleber, Flüssigkleber, nehmt der Klebestick, nehmt der ja, doppelseitiges Klebeband. Ich nehme das doppelseitige. Ich werde jetzt hierfür nicht die Klebemaus nehmen. Und mache mir hier schön den Rand. Und den doppelseitigen. Ich mache jetzt eins davon mit euch gemeinsam, dann mache ich das wieder aus. Ne? Das ja, sparen wir ein bisschen Zeit. Richtig schön den Rand mit dem Klebeband. Der Nachteil beim Klebeband ist, dass ihr das am Ende nicht mehr verrücken könnt. Was nachher bei Flüssigklebe natürlich der Vorteil wiederum ist, weil er ja noch nicht gleich antrocknet. Aber ich bevorzuge bei dieser Karte einfach
Das Klebeband. Nehme ich ihn auch auf, ja. Gut. Hier in der Mitte. Sicher ist sicher, ne? Man kann auch, wenn man richtig das bombensicher haben möchte, noch ein bisschen Flüssigkleber dazwischen machen. Aber bei dem hier muss man aufpassen, dass der Flüssigkleber dann nicht hier drauf kommt, weil dann hebt sich nämlich die Klebekraft von beiden auf. Wenn ihr dieses doppelseitige Klebeband aus dem Action habt, da wiederum hält es. Warum auch immer, ne? So, jetzt habe ich das hier schön verklebt. Und da wird das dann hier aufgesetzt. Ich tue jetzt die anderen auch alle erstmal mit Klebeband bestücken und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt bin ich mit Bekleben fertig von diesen Teilen. Und dann fangen wir mal an. Das Große, logischerweise hier hin. Ich versuche es auf jeden Fall in ein Video zu bekommen. Deswegen mache ich zwischendurch immer viel Pause, weil ich denke mal, das meiste erklärt sich ja fast von selbst, ne? So, dann klebe ich hier mir mein Mittelteil hier vernünftig auf. So, ich mache das dann immer so, ich gehe dann von der anderen Seite mal drüber, kann mal mit einem trockenen Tuch, ich nehme ganz gerne ganz normal, ich habe hier so einen, von so einer alten Mullwindel. Eine Seite von der anderen. So, dann habe ich im Prinzip dieses hier schon mal fertig. So, und das macht ihr bitte mit allen Teilen. Ihr beklebt dieses Teil, ihr beklebt dieses Teil und ihr beklebt dieses Teil. Und dasselbe macht ihr hier mit denen, weil das kommt dann hier drauf. Und das machen wir gleich wieder zusammen. Ich beklebe die Teile jetzt fertig, um ein bisschen Zeit zu sparen, was unser Video angeht. Weil, wie das, wenn man das beklebt, das wisst ihr ja. Wir sehen uns gleich. So, ich habe mir jetzt diese Seiten beklebt. Dann sieht das schon mal dann so aus. So, was jetzt hier, habe ich mich bestimmt wieder beim Schneiden ein bisschen vertan. Das habt ihr, seht ihr hier, das ist mir leider passiert. So rum wäre es ideal. Unten passt es oben nicht. Ja, man kann es natürlich auch dann so rum machen. So ist das nicht. Ja, man könnte diese Karte auch einfach so rum, dass das so rum aufgeht. Das ist auch Pott wie Deckel. Aber ich würde mal sagen, ich mache die jetzt auch so rum. Weil ich weiß nicht, nach oben guckt man irgendwie öfter als wie nach unten. Ne? Jetzt gucke ich mal. Es würde so rum genauso schön aussehen. Eigentlich geht es so rum, aber da guckt man so blöd hin. Kann man das auch... Nee, ich mache es so, wie es ursprünglich geplant war. Und gut, jetzt sieht es halt ein bisschen doof aus. Ne? So, das haben wir, wie gesagt, jetzt fertig. Ich habe diese Seite beklebt, die Grund... Karte, diese Seite beklebt und diese. Dadurch wird die Karte auch gleich ein bisschen stabiler. So, dieses bekleben wir jetzt hier ebenfalls. Aber vorher klebe ich mir dieses Teil genau hier in die Mitte. Und dann mache ich mir auch wieder doppelseitiges Klebeband drauf. Ich werde das jetzt schnell mit der Klebemaus machen. Das geht ein bisschen flotter. Wie das doppelseitige Klebeband. So. Und dann guckt ihr, dass ihr das genau in die Mitte hier bekommt. Genau in die Mitte. Wenn ihr das nicht hundertprozentig mittig habt, davon geht die Welt auch nicht unter. Aber dass es wenigstens so einigermaßen gerade sitzt. So, dann haben wir das schon mal. Und dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt können wir diese Teilchen auch bekleben. Dann kann man sich dann entscheiden, mache ich das jetzt noch mit draußen hin? Oder lieber das hier. Ich möchte gerne dieses etwas bunter. Ich habe hier hinten schon das doppelseitige gemacht. Das mache ich mir jetzt ab. Und
fummel mir einen Wolf. So, dann gebe ich mir das auch so richtig schön. Guck da. Sieht das so, so mal hier ein Herrchen. Mein Bart geht ab. Mein Vollbart ist Weihnachten. Ich bin der Weihnachtsmann, ich brauche einen Vollbart. So, jetzt gucke ich mir das an, dass ich das, ihr seht es natürlich nicht, dass ich das so einigermaßen mittig reinsetzen kann. Und hier hat sogar ganz gut geklappt. Da freue ich mich. Na gut, ich freue mich nicht mehr. So, einmal noch drüber gehen. So. Dasselbe mache ich jetzt nochmal mit dieser Seite. Dann fummel ich mir auch das Papier ab. Papier, sag ich schon, Klebestreifen. Klebestreifen. So, Dele. Die habe ich gar nicht in der Mitte einen Klebestreifen gemacht. Kopf und Arsch wieder eins, Frau Lange. Oh, die Klebemaus zur Hilfe. So, hier machen wir das. Upsi, dasselbe in grün. Auch wieder schön gucken. Ich gucke, dass ich euch hier im Bild habe, dass man die Mitte so gut erwischt. Genau, ein Stückchen hoch. So. So, im Prinzip ist die Karte jetzt an sich fertig. Das ärgert mich jetzt irgendwie wahnsinnig. Aber da muss ich jetzt durch als durch. Unten passt das oben nicht. Aber wie gesagt, man kann es ja auch so rumnehmen, ne? Wenn man das so rum möchte. Fällt irgendwie weniger auf. Gut. Ich mache es jetzt einfach auch mal so rum, oder? Was meint ihr? Ja, ist auch niedlich, ne? Ja, machen wir es eben so rum. Ich entscheide mich immer. Jetzt machen wir erstmal das ganze Gedöns hier weg. Das sieht ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. So, im Prinzip ist die Karte ist super easy, ne? Man kann die auch noch weiter ausbauen, wenn man das möchte. Ich habe euch gesagt, das ist echt mega einfach. Und jetzt geht das los. Das ist immer mein Problem. Was mache ich da drauf? Jetzt habe ich hier so schöne große, guck mal. Und die sind zu groß. Aber im Grunde stört das keinen, weil das klappt man ja eh nach hinten. Da ist das dann auch gar nicht wirklich schlimm, ne? Wenn man das hier... Weil ich finde dieses Mädchen nämlich unglaublich schön hier. Weil das kann man dann trotzdem nehmen. Hier kann man dann den Text reinmachen. Da könnt ihr, wenn ihr Bock habt, natürlich auch noch irgendwie extra was reinkleben. Da schreibt der Tante Erna, schönen Dank fürs Schlüppergummi oder so. Je nachdem, was Tante Erna euch da so geschenkt hat. So, ich möchte aber dieses unbedingt, unbedingt, unbedingt hier vorne drauf. Und das mache ich auch 3D. Nicht ganz so fett 3D, Frau Lange, das müssen Sie sich endlich mal merken. Ne? So. Jetzt werdet ihr staunen, ich habe sie gleich da. Jetzt mache ich mir hier so ein paar Pads hin. Jetzt muss ich noch mal genau gucken, weil ich will das unbedingt hier drauf haben. Und zwar werde ich die mittig machen. So. Ach, die ist so hübsch, ne? Die kleine Mausi. Das ist auch, glaube ich, ein Whimsy-Stamp. Ich werde immer ganz viel gefragt, wo ich die Whimsys her habe. Ich habe von meinem besten Freund aus den Staaten ein Paket bekommen. Und der und sein Mann waren kürzlich bei einem Sale. Ich glaube, es war Hobby Lobby, die diesen Sale hatten. Und da haben sie mir ganz, 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 ganz viele Stempel von Whimsy mitgebracht. Und da kann ich euch leider auch keinen Link dazu reinhauen. So, jetzt bepflastern wir uns das hier anständig mit... Ich mache kurz Pause, sonst reicht die Zeit leider nicht. Moment. So, ich habe mir jetzt hier hinten diese 3D-Pads aufgeklebt und setze mir hier mein kleines Mäuselchen in die Mitte von meiner Karte. Ja, genau richtig. Jetzt klappe ich mir das auf, drücke hier nochmal drauf, damit es auch richtig fest ist. Und so sieht das auch cool aus, ne? Wenn ihr im Hintergrund was hört, wir haben seit kurzem, also seit letzter Woche Freitag, keine Babykätzchen. Die sind 8 Wochen, glaube ich, alt. Die machen nur Blödsinn, die zwei. Die heißen Knödel und Bärbel. Meine heißt Bärbel. Knödel ist die Katze von meiner Freundin.
Und Knödel bleibt erstmal nur bis Sonntag bei uns, weil sie ihren Kater erstmal impfen musste. Und wir haben die ziemlich spontan aufgenommen, weil es wirklich nötig war. Die brauchten dringend ein Zuhause. Und die zwei haben sich jetzt so gut bei mir eingelebt, die machen nur Blödsinn, die zwei. Deswegen wundert euch nicht. So, ich finde die Karte hier schon mal richtig cool. Und kann man die dann hier so aufklappen. So, jetzt könnte man hier eigentlich auch was drauf machen, aber dann geht meiner Meinung nach das Gesamtbild weg. Man kann aber hier und hier noch was mit reinkleben, wenn ihr Lust habt. Hier werde ich es aber dezent belassen und werde nur ein paar Schneeflocken hineinkleben, weil ja Winterkarte und so. Dann klebe ich mir, ich habe jetzt hier von Tidi so ein paar schöne. Könnt ihr euch natürlich auch noch hier so ein mit reinmachen. Schon auch ganz hübsch. Ich habe auch noch so ein Elch. Oder Hirsch oder wie auch immer. Ja, ich glaube, so ein Hirschlein werde ich mir mal hier mit zur Gemüte ziehen. Sieht ganz hübsch aus hier mit diesem. Obwohl der auch schön aussieht. Ne? Ja, nehmen wir mal den hier. Ein paar von denen sind so richtig schön dick. Andere sind dann wieder ganz dünn. Die dicken sind wie bald wie Epoxy-Sticker. Ich hoffe, dass ich von der Zeit her hinbekomme. Das hier auch schon mal schön aus. So, und hier könnt ihr natürlich auch noch was mit hinmachen. Ich mache aber mal kurz auf Pause, sonst haut das nicht hin. Ich klatsche mir jetzt hier auch noch so ein paar Sticker. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber sonst kriege ich das einfach nicht alles mit rein. Moment. So, mit meinen Stickern bin ich jetzt fertig. Ich habe mir hier vorne noch zwei Schneeflocken drauf gemacht. Hier habe ich den Elch, Hirsch und diesen hier. So, und jetzt kann ich gucken, dass ich mir vielleicht noch ein paar Steinchen mit drauf pflastern tue. Das möchte ich auch wirklich gerne tun. Dass ich mich nur farblich so ein bisschen einigen. Hier kann man auch ruhig ein paar größere. Wenn ihr möchtet, ich habe mir ja bald mein. Wo ist denn die alte Karte? Ja, ich habe da ja hier so Glitzersteinchen drum gemacht. Das kann man dann, ich glaube, das würde hier auch noch ganz gut kommen. Ich würde sagen, ich dekoriere jetzt schnell noch und dann sehen wir uns gleich wieder. Weil das Dekorieren ist jetzt, hier hänge ich mit Nüschel drüber, ihr seht dann so und so nicht. Ich dekoriere die Karte schnell fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir jetzt meine Karte fertig gestaltet. Ich habe hier rundherum Glitzersteinchen geklebt. Da habe ich die ganz normalen Strasssteinchen. Wo habst du denn jetzt hin? Braucht dringend neue, wie ihr seht. Ich habe dann die anderen erstmal wieder abgemacht, weil ich hatte nämlich noch vom Teddy diese hier. Diese schönen Glitzerstein-Schneeflocken. Und ich dachte, das sieht hier vorne dann auch ganz hübsch aus. Hier habe ich noch ein paar Halbperlen aufgeklebt und hier auch. Hier kann man das dann so aufklappen. Und dann ist die Winterkarte fertig. Ich finde sie schön. Für meinen Geschmack sogar sehr.